B2.5. Die Pyramiden P2Q2R2M und P3Q3R3M haben jeweils ein Volumen von 7,5 Kubikzentimeter. Berechnen Sie die Zugangswerte von x. Okay, die ist jetzt wieder recht einfach. Hier heißt es, die Pyramiden haben ein Volumen von 7,5 Kubikzentimeter. Also Volumen ist gleich 7,5 Kubikzentimeter. Jetzt muss man noch wissen, was das Volumen ist. Na, dann dran denken, wir haben ja zwei Aufgaben vorher. Ist es da? Genau hier, bei 2.3 haben wir eine Volumenformel berechnet. Also dieses Volumen muss 7,5 cm sein. Also gilt, minus 3,90 x² plus 23,38 x ist gleich 7,5. Ja, das muss gelten. Gleichsetzen, das Volumen hat diese allgemeine Formel. Es soll jetzt 7,5 Kubikzentimeter groß sein. Gleichsetzen und auflösen. Das geht jetzt zum Beispiel mit dem Kalk-Intersection oder mit dem Solver, wobei man natürlich aufpassen muss, es gibt zwei Lösungen, steht hier eindeutig drin, dass es zwei Werte gibt. Gibt zum Beispiel je nach Taschenrechner auch noch den Tool Poly 2, der das sofort ausrechnen kann. Oder wir machen es per Hand mit der Mitternachtsformel. Ja, wir haben eine quadratische Gleichung und die lösen wir natürlich ganz normal auf. Finden wir auch in der Formelsammlung bei quadratischen Gleichungen. Hier ist sie mit drin. Diese drei Schritte müssen wir durchgehen. Zuerst die Gleichung nach 0 auflösen, also dass auf einer Seite 0 steht. Dann die Diskriminante berechnen und dann x1 und x2 berechnen. Also fangen wir an. Seite nach 0 auflösen mache ich, indem ich die 7,5 auf die andere Seite bringe. Dann habe ich minus 3,90x² plus 23,38x und hier minus 7,5 ist gleich 0. Also, erster Schritt erledigt, jetzt die Diskriminante berechnen, dafür müssen wir wissen, was ist b, a, b und c. A ist immer die Zahl vom x², b ist immer die Zahl vom x und c ist immer die Zahl ohne x. Für die Diskriminante folgt also b², das sind die 23,38. Minus 4 mal a mal c. A sind minus 3,90. Und c sind minus 7,5. So, das müssen wir im Taschenrechner eingeben. Und dann kommt hier ein Wert von 429,62 raus. Achtung, wieder auf zwei Nachkommastellen runden. Und d ist größer als 0, also werden uns zwei Lösungen erwarten, wie in der Formel geschrieben steht. So, x1 und x2. Ich berechne erstes x1. Ist gleich. Wir starten mit minus b, also minus 23,38. Und für die erste Lösung wählen wir den Weg über Plus, Wurzel aus der Diskriminante, also Wurzel aus 429,62, geteilt durch 2 mal a, also 2 mal minus 3,90. Das tippen wir wieder in den Taschenrechner ein und dann kommt ein Wert von 0,34 raus. Das ist unser erstes x. Jetzt noch das zweite x, fast genau das gleiche. Nur diesmal mit Minuswurzel aus der Diskriminante, geteilt durch 2 mal a. Auch wieder einen Taschenrechner eingeben und dann kommt ein Wert von 5,65 raus. Ja, das sind die beiden x-Werte und oben ist ja auch nur verlangt, berechnen Sie die Zugangswerte für x. Das sind genau die beiden, also an der Stelle ist die Aufgabe erledigt.